Hallo, hier bin ich, hier! Wo denn? Tut mir leid, dass ich dich so über die Distanz anschreie. Bis zum Dorf ist es noch weit, aber du kommst gut voran. Ich weiß, ich habe leicht Schwimmen hier im Fluss, aber in Gedanken kämpfe ich mich mit dir den Weg hinauf. Nur nicht verzagen, mein Freund. Du schaffst das. Immer noch weiter. Bin ich überhaupt in die richtige Richtung unterwegs? Nee, ich muss doch... Hä? Ich komme doch jetzt von da hinten, oder? Ja. Muss hier weiter hoch. Ich hoffe, ich brauche den Elektroschutz nicht länger. Oh, so viel dazu. Besser keine ganze Horde von denen auf dem Arsch. So. Nein. Oh, okay, die leiten. Oder? Kann ich dann vom Blitz getroffen werden? Dann sollte ich vielleicht wirklich kein... Dann sollte ich das bei mir tragen. Wow! Sag mal... Ich bin noch zu weit weg. Das gibt's nicht. Aber danke, dass du mir den Rubin da rausholst. So, jetzt muss ich erstmal meine Pfeile wieder einsammeln hier. Das war ja erbärmlich. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr! Eieieiei. Oh, oh! Nicht schleichen, du Idiot! Bist du des Wahnsinns? Hast du gerade dein Stöckchen nach mir geworfen? Ich glaube, es hackt. Kleiner Drecksack. Du kleiner Drecksack. Röstbarsch. Nett. Nehmen wir doch gleich alles mit hier. Ist noch was. Noch mehr Bocklanzen. So, sind wir bald da? Urinbrücke.
Ich bin ja noch nicht mal in der Nähe. Hey, Link! Du hast jetzt den halben Weg hinter dir. Ach, richtig, da vorne gibt es leider eine Stelle mit vielen wütenden Monstern. Aber es wäre ja gelacht, wenn du dich von so etwas aufhalten lassen würdest. Ich glaube an dich, Link. Oh ja, es sind zufällig ein Haufen wütende Monster. Ich verkrümel mich mal. Du schaffst das schon. Ich versuche mal, mich an den Rand zu schleichen, wenn ich wieder irgendein komisches Vieh auf mich spuckt. Ja, so viel dazu. Au! Aber hier kann ich kochen. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Oder hängt mein Pfeil drin? Oh, ein roter Frosch. Na, krieg ich dich? Nee, Mist. Aber ich koche mir hier wirklich besser mal was. Oh! Ein Topas. Cool. Ich habe mir gedacht, wenn ich den hier auf die Kisten schmeiße, klappt das vielleicht. Nee. Oder auch nicht. Nee, nicht wirklich. Naja, gut. Versuchen wir es mit Kochen, was? Ist nämlich gerade nicht so... Bin gerade nicht so gut aufgestellt, aber ich habe ja Wild. So, und ich habe... Rüstling, ja. Das ist doch vielleicht eine nette Mischung. Ja, das ist doch eine gute Mischung. Wild und Rüstling. Das Schleichling. Ah, ich könnte aber auch noch mal hier Elektromedizin vorsichtshalber kochen. Das wäre wahrscheinlich auch nicht so verkehrt. So, was hatten wir? Ich hatte doch hier diesen... Genau, diese Zitterforelle. Und die koche ich mir noch mal mit irgendwas zusammen. Von mir aus ein Rüstling oder so. Rüstgras. Nehme ich. Mal schauen, was sich da durchsetzt. Dampffisch. Feines Gericht, bei dem frischer Fisch mit duftendem Blatt eines Wildkrauts gedämpft wird. Das hilft dir überhaupt nicht gegen. So eine Verschwendung. Isolierten Gewebe als Kochzutat, Widerstand gegen Elektrizität, habe ich nicht gekriegt. So. So, ich versuche jetzt, mache jetzt einfach eine Medizin davon. Vielleicht kann ich auch mit den Flügeln eine schöne Medizin machen. Keine Ahnung, vielleicht kommt jetzt auch einfach Pampe raus. Okay, es kommt mal Pampe raus. Ich versuche jetzt mal die Flügel mit einem Moblinhauer, genau. Vielleicht bringt das ja was. Oh, klingt nicht gut. Auch nicht. Ich will doch nur Medizin machen. In die Hand und ein Insekt dazu. So. Na, eine scharfe Medizin, immerhin. Ja. Machen wir nochmal Kochobst. So.
Aber irgendwas gegen Blitz kann ich mit diesem Flügel anscheinend nicht kochen. Knistert zusammen, kann ja zu Medizin verarbeitet werden. Dann nehmen wir doch noch einen Insekt dazu. Was haben wir denn für Insekten hier noch? Mit einem Glutflügler? Nee, das bringt wahrscheinlich nichts. Mit einer Ausdauerschrecke. Ich habe keine Ahnung, rein damit. Ausdauermedizin, ja. Ich brauche ein Insekt, was irgendwas gegen Blitz macht. Machen wir noch mal einen Ausdauer, nö, einen Rüstungskarpfen mit einer Maxi-Rübe. Wäre eigentlich Verschwendung. Mit einem Hyrule-Barsch und eine kleine Rübe. So. Frisch gefangener Fisch am Spieß. Okay, habe ich es auch wieder übertrieben. Ich muss mal echt eine Runde. Nehmen wir mal einen Schwertkarpfen mit Salz. Kraftschmorfisch, nett. Wild kann man auch mit Salz machen, ne? Zack. Schmorbraten. Ja, klingt doch gut. Hyrule-Gras, nahrhaftes Kraut. So, ich glaube, jetzt reicht's erstmal. Ich bin ja gewarnt worden. So, weiter hier im Text. Oh, da ist ein Felsen. Kann ich den auf jemanden runterschmeißen oder ist der nur zum Spaß hier? Der ist nur zum Spaß hier. Oh, ich bin dann mal. Das ist ja gefährlich hier. Wer schmeißt denn hier mit Felsen um sich? Wer schmeißt denn hier mit Felsbrocken, verdammt nochmal? Was soll denn der Scheiß, Leute? Guckt euch das mal an. Kommt doch keiner durch. Wer macht denn sowas? Ich sehe schon. Da oben ist vor allem auch so ein Felsbrocken. Ist nicht so schön, wenn er auf mich runterfällt. Der hat sich gebückt. Mist. Hey! Au! Gleich mal meine Gerichte hier futtern. Was war das denn, Junge? Solltest schon deine Waffen nicht wegwerfen. Hexalanze. So viele davon. Eine 20er-Lanze, eine Zora-Lanze. Da schmeiße ich doch glatt das hier weg. Ist auch so ein Krogfächer noch. Ich höre doch noch einen Dach, da hinten ist er. Ey, schlag doch einfach zu, Junge. Oh.
Oh, ich bin ja schon fast tot hier. Das ist aber nicht nett. Ja, so triffst du mich nicht. Ja, so bleiben wir. Na! Ich bin leider viel zu weit weg. Und jetzt bin ich leider viel zu nah. Das gibt's doch nicht! Au! Ach, Mensch! Es reicht. Mist. Oh, 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 oh. Jetzt bin ich echt am Eimer. Ja, wenigstens schocken die ihre eigenen Leute. Hier ist Wasser, hier ist Wasser. Es ist nicht gut. Oh, lass doch los, Junge. Wer hat was vom Klettern gesagt? Sag mal, habe ich keine Waffe? Warum habe ich keine Waffe? Weil ich sie fallen lassen habe. Ganz toll. So, schocken kann ich ja auch. Autsch! Oh nein! Nein! Und das nur, weil ich einfach keinen vernünftigen Weg gefunden habe, irgendwas gegen Schock zu brauen. Wieso habe ich denn schon wieder keine Waffe hier? Was ist denn das hier? Das gibt's doch nicht. Oh, und schleichen sollst du schon mal gar nicht, Junge. Mann, 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 Mann. Nein. Falls ihr euch fragt, was ich hier treibe, ich versuche immer zu sprinten wie in Horizon. Da muss ich nämlich den linken Stick drücken, aber in Zelda ist das Schleichen. So. Einer von euch war doch hier noch, aber der hat nicht mit Blitzen um sich gehe. Exhalbumerang. Nehme ich. Staxa Exhalschild. Den will ich haben. Hier rannte doch noch einer von euch rum. Genau. Dich nehme ich mir noch vor. Was machst du denn da oben, Junge? Was denn? Mein Bogen ist auch weg? Ist das deprimierend? Was machst du denn da oben? Lass uns doch gegeneinander kämpfen. Echt jetzt? Wie viele rennen hier von euch rum? Au! Na gut, ich nehme schon was Stärkeres. Ich piekst dich einfach zu Tode. Exalfors Schwanz. Getrennt vom Körper bewegt sich dieser Schwanz noch kurze Zeit weiter. Eine einzigartige Eigenschaft, die ihn zu einer beliebten Medizinzutat macht. Okay, wo ist der andere? Ach Gott, da ist ja noch einer. Oh Mann. Piekst sich dich halt zuerst zu Tode, wenn der andere die ganze Zeit abhaut.
der benutzt auch nicht sein Schild oder so. Soldaten-Zweihänder. Dieses Schwert für Schlachten, dieses für Schlachten geschmiedete Schwert ist groß und schwer, aber sehr robust und haltbar. Und ich kann es nicht mitnehmen. Silberner Rubin, 100 Rubine wert. Cool. So, haben wir hier ein paar Holzkisten, die ich kaputt machen kann, oder sind das nur Metallkisten? Ach, so ein Mist. Ah, Pfeile, sehr gut. Exalschild, der Lieblingsschild von Exalfaustkriegern. Ist immerhin aus Metall, aber so primitiv gefertigt, dass er nicht vielen Angriffen standhält. Hm. Was bist du? Exalboomerang. Das eigentümlich gebogene Schwert des Exalfaustvolks. Es kann bei Bedarf wie ein Boomerang geworfen werden. Mhm. Octorok-Ballon, wo kommt der denn her? Den Weg muss ich weiter. Tut mir leid, Füchslein. Aber ich brauche das Fleisch. So. Oh, noch mehr von euch Mistviechern. Also, als hätte ich es gewusst. Spurtlotus. Lotusfrüchte findet man im seichten Wasser. Ihre Nährstoffe ziehen sich mit langen Wurzeln aus dem Boden. Als Kochzutat steigern sie die Fortbewegungsgeschwindigkeit. Hm. Fitkröte. Eine seltene Kröte, die sich nur bei Regen zeigt. Kocht man sie zusammen mit Monsterzutaten, steigert man seine Ausdauer bis über natürliche Grenzen hinaus. So, sind wir bald da? Geht hier der Weg überhaupt weiter? Ich piek's einfach alles kaputt. So. Wo geht's denn hier weiter? Ups. Ach, da hinten. Hm. Da hinten. Was mache ich dann hier oben? Vorräte vergeuden vor allem. Hä? Moment mal. Ah, doch, da muss ich weiter. Auf, auf. Haben wir es jetzt bald? Die Ladbrücke. Er meinte, die Hälfte haben wir geschafft, ne? Mal schauen, was sonst noch kommt. Aber eigentlich sieht es doch gut aus. Wir müssen doch bald da sein hier. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt, es ist noch ein Stück. Hey! Hallo, Link! Hier bin ich, hier unten! Ah. So nah und doch so fern, was? Aber ich wusste, dass du diese Brücke überqueren würdest. Nicht mehr lange, dann kommst du zum Dorf der Zoras. Ich schwimme schon mal vor. Wir sehen uns dann im Dorf. Oh nein, Link! Von hinten kommt ein Monster auf dich zu. Pass auf. What? Ach du Scheiße. Ach, das gibt's doch nicht. Der ist doch groß genug. Also, geht doch. Naja, die Riesenkeule nehme ich jetzt nicht mit. Die Pfeile, die daneben gegangen sind, werden... Naja, die sind wahrscheinlich über die Brücke gegangen.
Ah, na gut. Wie gemein. Also wirklich. Was haben wir hier? Pilze. Pilze! Gut, ich hoffe, es ist nicht mehr allzu weit. Na, wenigstens guck mal hier, Pilze. Pilze. Ach ja. Oh, was haben wir da? Ein Rehlein. Treffe ich das von hier? Ja, wohl eher nicht. Nee, Mist. Hab sie eher verjagt. Ah, doch. Hab's erwischt. Sehr schön. Noch so ein Stück Wild hier. Edelwild sogar. Ganz was Feines. Ein Stückchen Edelwild ist doch nicht zu verachten.